Nothing else matters to him but this fight with you. This will make his day, his life. Mastery of his art, fulfillment of his destiny, and all that nonsense. How can someone get so into something that nothing else matters? I tried so hard to stay and finish my work. For years. But you know what I could never forget? Her laughter. You sure took your time. I was concerned you wouldn't make it this far. This is a big day for me. I've been waiting a long time for this moment. Let me show you. Now I will show you what I've learned. Nice. Ach, der eine Treffer, der hätte nicht sein müssen. You have it in you. Let it out. I want to see you shine. Ihr Treffer sind zu viel. You move well. You're reading me quite quickly. Let's see how predictable you think I am now. Focus on the work at hand. Nice. You have more shots. Stay with me through this. Wieso habe ich das denn nicht geschafft? Yo! Was? Das kam mir jetzt völlig überraschend. Eine Stunde gegrindet und auf einmal... What? Oh, er hat nur ein Paddel. Geht doch noch weiter unter Pro. Oder er kommt nochmal. Können uns auf Arbeit sein. Und paddeln mit dem Paddel ist paddeln im eigentlichen Sinn. Ne? Oh, incredible! Amazing! What I just saw here? It was magical. And he was probably the toughest one in here. War überraschend. I could never have done this without you. Aber manchmal hilft es einfach, den Kopf auszuschalten und dann durchzudrehen.
Aber die Länge war ja jetzt wohl ein Witz. Mal schauen. Was wir da jetzt noch dranhängen. Und da sind wir zurück beim nächsten Boss. Da hat wohl jemand wieder den Kühlschrank aufgelassen. Ugh. Well, this is a warm welcome. Übernimmt man denn ins Deutsche nicht mit die Sprüche aus dem Englischen? Das sind so oft Übersetzungsfehler. Warm welcome bei dem Anblick. Kann man doch auch eine warme Begrüßung übersetzen, oder nicht? Ironie mitnehmen. It's guardians like her that make me hate this place. Why did they let her join? How many were they prepared to sacrifice? Don't get me wrong, she's part of this. She's an overconfident, idealistic child who dreamed she could save the world. Let me be the last wave. I will stand when the rest have fallen. She's an amateur, short-sighted, plain stupid if you ask me. What a waste. But don't be fooled by her. She's dangerous. If she was a pushover, she wouldn't be here. She's treacherous and she's fast. And there's something in there that is meant to stop you for good. So, one last time. The jailer is the key. What? Kill her and you will be free. Der letzte. Okay, das soll der Endboss sein. You're not what I was expecting. Ito. Come on! Muss den Controller über die Tischkante halten. They said you were a monster. Sonst rennt der manchmal irgendwo hin, wo er nicht hin soll, oder nimmt die Eingaben vom Controller nicht mit. To let you go out? That is a fate worse. Mach ich das? Ja, das weiß keiner. Who are you really? Aber hat gereicht. Why are you here? Why are you doing this? Sei schneller als die Energiewelle. Heißt, such die Lücke. I wanted to be here. Where else would I be? Ah, here hilf is where I can make a difference. Dummheit. Ah, okay, aber yes, jetzt. I am paying the price for my people's freedom. Ah, ich nein, lass ihn weg. Look at you and I don't understand. We're so alike. Okay. Doof. Doof. You are a monster! Woohoo!
knapp. Knappe Kiste. Ja, was ist das hier? Die riesen Klimaanlage oder was? Understand? If you are world withers and dies, what the end? Okay, was muss ich denn jetzt tun? Also. Nur noch einfach das. Okay. Okay, gibt es jetzt diverse Enden oder was? Please, hold my hand. What? This is it, my friend. It's been hard, I know. But she was the last. Du bist doch der letzte Gegner, 100 pro, wie das immer so ist. Finally, going through that door, it's everything we have been fighting for. You are not who you were when you first landed out there. We all have choices to make. We all have to decide what's worth fighting for. Guck mal, Minecraft. Wir gehen jetzt zu Minecraft. Ja, nice. Okay. Und zwar hat er die ganze Zeit gesagt, tu es nicht, tu es nicht. Wir haben es jetzt doch getan. Weil ich keine andere Option gesehen habe, auch nicht mit den Tasten. Konnte nicht raus aus dem Nahkampfkreis. Ja, die beiden letzten Gegner waren nochmal eine schöne Abwechslung. Bei den einen waren es ein Side-Scroller-Beaten-Up. Jetzt war es ein Jump'n'Run mit Bullet-Hell-Einflüssen. Und nun... Okay, Partikeleffekte. Wo wir wandeln, zerstören wir? Oder was ist hier jetzt los? Wir können uns frei bewegen. Es gibt keine übliche Richtung. Ich denke mal, wir müssen hier lang. Ich wollte aber gerne nochmal zu dem Baum geschaut. Okay, das sind die Credits von den Game Bakers Fury. Ja, eigentlich das erste Spiel dieser Art, welches ich gespielt habe. Ich muss sagen, es hat mir Spaß gemacht. Grind Sessions waren pro Boss nicht allzu lang. So now you know. Maybe you think I'm insane, or maybe you understand. You were my only chance. I hoped it would change you. I think it did. It doesn't really matter. What does matter is what you are going to do. Wollen wir jetzt den nächsten, oder wie? So, und was ist jetzt hier? Außer Frame Drops? Ja.
Okay. Mac Party. Acquiring rider. Resuming flight plan. Jetzt kommt die richtige Bullet Hell Einlage oder was? Ja, dann eben nochmal hier und nochmal so. Wenn euch der Content gefällt, würde ich mich sehr über ein Comment, Like und Abo freuen. Schaut bei Twitter für die Folgentrailer vorbei, damit ihr nichts mehr verpasst. Und demnächst auch mit Kamera und bei TikTok und Instagram, je nachdem. Da muss ich mal noch schauen. Bis dahin und ciao.